Heute backen wir vegane Kokosnussplätzchen. Dazu benötigen wir eine reife Banane, die wir schneiden und pürieren. Die Banane ist nun ziemlich reif, sie ist ein klein bisschen grün, könnte noch ein klein bisschen gelber sein, aber sie ist schon reif. Dann machen wir sie auf und schneiden sie in Stücke. Wenn die Banane nun in viele kleine Stücke ist, geben wir die Banane in eine Schüssel. Der Backofen kann schon mal auf 200 Grad Umluft und Heißluft angemacht werden, vorgeheizt werden. Hier ist die fertige Banane. Die geben wir nun in einen Mischer. Wenn ihr merkt, dass die Banane noch nicht richtig klein wird, dann kann man noch ein klein bisschen Sojamilch dazugeben. Wenn die Banane nun zu einer flüssigeren Konsistenz geworden ist, können wir die Kokosraspeln dazugeben. Davon brauchen wir 100 Gramm. In kleinen Schüben mal dazugeben, nicht alles auf einmal, sondern ruhig in 2-3 Portionen dazugeben, dass ich es besser vermengen kann. Dann den Mischer wieder auf 2-3 stellen. Wenn ihr merkt, dann könnt ihr das mit einem Teelöffel in die Mitte dazugeben wieder. Dass es ungefähr so aussieht. Wenn das nun alles fertig ist, könnt ihr eventuell noch Chiasamen dazugeben. Das dann nochmal durchmengen. Nun könnt ihr kleine Kügelchen daraus formen, eventuell mit 2 Löffeln oder mit der Hand, was euch lieber ist. Backblech ist schon vorbereitet. Die Backoplatten sind nicht vegan, es gibt jeglich vegane. Außerdem enthalten sie Gluten. Die 8 Plätzchen, die daraus kommen, sind aber für die Verwandtschaft. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, mache ich die vegan und glutenfreien. Um die Plätzchen zu formen, nehmen wir ein wenig Teig in beide Hände. Hier. Und das formen wir nun zu einer Kugel. Als ob wir kneten. Das geben wir dann auf die Backoplatte oder auf die andere Seite, die glutenfreien. Nun habe ich mir noch ein kleines Experiment überlegt. Dazu nehme ich ein klein bisschen Marmelade. Einen Löffel und gibt ihm zum letzten Inhalt dazu, also den Rest, den wir noch haben. Mischen das nochmal durch. So eine rötliche Nuance ergibt das dann. Die Plätzchen kommen nun bei 180 Grad, circa 20 Minuten in den Backofen, bis sie goldbraun gebacken sind. Was man noch sagen kann, die Marmelade ist nicht immer vegan, manchmal Gelatine enthalten. Das müsst ihr euch selbst erkundigen über eure Marmelade, die ihr esst.